Moin, moin, und da sind wir wieder. So, Dorixsee wartet. Nochmal auf uns. Wo im Dorixsee ist diese Stadt? Götterfels. Das ist Götterfels von der anderen Seite. Dorixsee ist Ihr Götter! das so aussieht. Wir hatten unser östlich. Feuer Kam. vorbereitet, nicht auf Eis. Die So, Leute auch wurden hier von wieder unserer Kraft enorm Leutchen überrascht. sammeln. Wir müssen sie in Sicherheit bringen. Improvisierte Waffen sind irgendwie eben. Ja. Was ist passiert? Ich sammle mal Leutchen. Sie kamen von hinten, während wir hier alles gegen die Ich hole die Zerstörung Waffen. verstärkten. Ja, ich habe noch nicht so ganz raus, wie ich die Waffen Ja, wenn du hier hinten reinläufst, dann siehst du welche, Achso, die haben so ein okay. Zeichen über dem Kopf. So ein Hütchen. Erfrischend. Waffen sind wir Oh ja, wir durch. sind fertig, stimmt. Okay. Die Zivilisten sind eher im Wasser. Aber wir ja. können auch mal die Tempel machen. Ja. Genau. Sehen, wie viele Zivilisten. Vielleicht sehe ich Jo, unten. Zivilisten haben wir alles. Die da hinten noch fahren? Ja, ne? Jetzt brauchen wir eigentlich nur noch Schems. Wo ich jetzt eine Wegmarke? Schems. Da. Warte, ich call mal ein. Du kommst von oben. Bam. Das sind hier rechts. Da sind noch viele Champs. Süße Beute. Wir haben Jenna benachrichtigt. Götterfels wird das nicht so treffen. Oh, das ging auch schnell diesmal. Wenn Sie den Fels nicht treffen können, werden Sie andere Ziele suchen. Jeder, der ja. nicht hinter dicken Mauern ist, wird in echten Schwierigkeiten wir sein. Auch ganz gut DPS. Die zwei nächsten Dörfer oh, liegen auf der anderen Seite des Sees. Ich habe ich schon weiß nicht, mein Arc ist kaputt. Wir sollten uns Hilfe! Ich komme hier nicht weg. Abdecken. Naja, du hast so viel. Du hast 570k gemacht. Nana hat 220. Tage mal. Jeder, der versuchte zu fliehen, wurde niedergemacht. Wenn das mein Gold wäre, wäre ich glücklich. Und unseren Verbündeten. Ja. Gold brauchst du nicht. Ja. Mit 500.000 Gold, weiß ich, kannst du auch alles kaufen, oder? Wir versuchen immer Leute wie eine Herde zu treiben und nicht direkt zu töten. Wie eine ja, genau. Herde zu treiben? Und wenn du dann nachher so. Garderobenfreischaltung benutzt, weil dir das im Handelsposten nach Skins zu anstrengend ist. Das Ding sagt einfach nur, du kannst dir nichts mehr holen, weil du alles hast. Du kannst die Garderobenfreischaltung nicht benutzen, weil du hast alles. Was muss man hier machen mit dieser Schatze? Das weiß ich nicht. Ich mache ja auch nur die Viecher weg. Schon härter zuschlagen. Oh. Unser Land, unsere Regen. Warum ist noch? Naja. Keine Ahnung, warum die hier rumliegen. So toll sind sie jetzt auch nicht. So, 2 von 5. Die Toten und Gefrorenen können nicht alle von ihnen sein. Könnte der Rest geflüchtet sein? Dann hätten wir sie gesehen. Außer sie hätten kehrt gemacht und wären zurück über den See gegangen. Ja.
töten können. Vielleicht können wir dann ihre Magie umkehren. Einen Versuch ist es wieder. Wir werden eins. Wir hätten hinten auch noch sein müssen. Ups. Aus 1 werden 2. Ja, die kommen aus allen Richtungen. Nee, an diesem anderen Bazar da noch. Ja, aber das kann man einen nach dem anderen. Da muss man nicht gleichzeitig. Ja, die laufen gleich los. So, hier sind wir durch. Bei dem anderen lohnt es sich tatsächlich, die mechanischen Wächter, fand ich letztes Mal. Im Zweifel die wieder zu beleben. Aber diesmal sehe ich die gar nicht. Haben sie vielleicht raus. Dafür haben wir Bazooka hier aber jetzt liegen. Die hatten wir letztes Mal nicht. Das ist richtig. Finde ich aber einen blöden Ersatz. Ehrlich gesagt auch, ja. Da fand ich die Wächter hilfreicher. Schamanen zu töten bringt nichts, außer dass es sie davon abhält, weitere Eisblöcke zu machen. Macht weiter. Alles, was wir im Augenblick tun können, ist, die Lebenden zu retten. Hm. Bazooka sind scheiße. Eine Hand Feuer, eine Hand Eis. Das sieht ja mega cool aus. Ich habe nur eine Handvoll von der Frostlegion gesehen. Denkt ihr, die könnten abtönig geworden sein? Ich bezweifle das. Nach allem, was ich gesehen habe, reihen sich Jormags Truppen hinter Jormags Schiff. Komm wieder weg, ja. Haltet die Augen offen. Rieland muss für eine Menge gerade stehen. Vier von fünf. Das war's, oder? Nee, einer noch. Hier auf der anderen Seite. Morgen. Jo. Eure verschwundenen Dörfler. Sie brauchen eine Chance zur Flucht. Geben wir Rielands Legion einen ebenbürtigen Gegner. Ors von Eishammer. Jo. Ich dachte, wir hätten es mit Schamanen zu tun, nicht mit Riesenkriegern. Arbeitet durch mich, Jormag. Auf dass die Welt durch euch bewahrt sein möge. Ich glaube, Schmerz, dieser Kerl ist beides. Spezialisiert sich denn niemand mehr? Jetzt wieder eine Weg machen. Die Stärke des Rudels. Aber die Leckere und Kulturen. Ich bediene mich großer Weisheit. Zauber brauchen Konzentration. Stören wir seine. Okay. Mein Impuls habe ich schon mal noch zu irgendwie. Wissen ist am Anfang. Nee, man muss da schon mehr haben. Also so Standard sind hier nicht wenig.
Ja, der Gegner hier kann ich mir nicht mehr spielen. Komm wieder. Geht heute aber ein bisschen schneller. Isaac macht einen großen Unterschied anscheinend. Oder die haben tatsächlich was in der Zwischenzeit geändert. Irgendein Patch gab es ja. Da gab es einige. Nee, glaube ich nicht. Also guck mal, Adrian macht mit seinem Chrono fast so viel Schaden wie wir hier zusammen. Das war euer Experiment. Ja. Oder so. Ihr solltet für unsere Welt kämpfen. Ganz oder so. Drittel. Auf jeden Fall. So vernichten wir Primordus. Bringt eure Prioritäten in die Richtung. Genau, klar. Was stimmt mit euch nicht? Das sind keine Kämpfer, das sind Bauern. Okay, gibt es wieder einen Beherrschungspunkt, ne? Oben auf dem Eis, Ding. Auf den, genau, auf ganz oben auf der Spitze. Werden sie auftauchen. Und ich werde da sein, um sie anzuführen. Bis dahin wird ihr Opfer helfen, Jormark zu entfesseln. Willkommen in der neuen Welt. Was? Wir haben nichts aufgehalten. Ja. Ja. Was Rieland getan hat, ist so schlimm wie das, was die zerstört. Stehkohlenhöhlen beschützt es euch jetzt. Ich lade noch. Dann können wir gerne. So, jetzt wäre ich auch da. Warte, ich habe noch Ladebildschirm. Was noch? Okay. Jetzt bin ich da. Kess, hätte nicht erwartet, euch hier zu sehen. Hatte auf dem Rückweg von Ebon Falke vom Doric-See gehört. Dachte, ich könnte potenziellen Verbündeten so Bescheid sagen. Ohne ihre Warnung. Oh ja. Die Haios einfach vernichtet ja. Unsere Zuflucht steht allen offen, die in Not sind. Das sind ja Quaggarten. Ich würde es auch gerne zu Fischstäbchen eigentlich verarbeiten. Darf ich aber nicht. Okay, ich würde lieber die Kaninchen hier retten. Kommt zurück! Ja. Die sind zumindest kampfstärker. Also die Schlammdinger haben wir. Ja, jetzt eigentlich nur noch Quaggarn und Eisbrot. Ein Quaggarn. Aber die müssen erstmal wieder spawnen, wie es aussieht. Quaggarn haben wir, jetzt eigentlich nur noch Eisbrot. Bei mir ist hier ein Veteran, der ist. Ne, doch, schade. Der war unter der Brücke fest. Hier zu hier.
Hm. BVW-Bild oder mit Schnelligkeit? Raid. Raid. Ist ja so eine Art Raid. Einen noch. Hab ich mir gedacht. So. Jetzt labern sie noch kurz. Als Graham sich meldete, sagte er, draußen vor den kodanischen Mauern ginge noch etwas anderes vor. Mich um die Sicherheit der Siedlung zu kümmern. Währenddessen machen wir aber einen Cut und sehen uns gleich wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.